Als Stadtführerin biete ich immer wieder einmal Führungen zu einzelnen von der Stadt verwalteten, traditionsreichen Stiftungen an. Bis nach Oberhausen geht normalerweise ein Stiftungsspaziergang leider nicht. Umso mehr freue ich mich, Ihnen hier das Sander-Stift in einem Videoclip vorzustellen. Die Sandersche Stiftung mit dem Sander-Stift. Es ist eine der traditionsreichen Alte-Hilfe-Stiftungen der Stadt Augsburg. Seit 1983 befindet sich das Sander-Stift im Herzen Oberhausens und bietet Heimat für über 150 Bewohnerinnen und Bewohner in der Senioreneinrichtung und 44 Mieterinnen und Mieter in der Seniorenwohnanlage. Wie kam es zum Sander-Stift hier in Oberhausen? Ohne das soziale Verantwortungsgefühl und das Engagement der beiden Fabrikantentöchter Emilie und Frieda Forster würde es die Sandersche Stiftung nicht geben. Die beiden Schwestern gründeten 1880 die Sandersche Stiftung, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Es begann mit der Sanderkolonie, mit Arbeiterwohnungen im ehemaligen Textilviertel. Sie sehen, nicht nur heute, sondern bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts herrschte große Wohnungsnot und bezahlbarer Wohnraum war knapp. Knapp 100 Jahre später waren jedoch die einfachen Wohnungen der Sanderkolonie so veraltet und so wenig zeitgemäß, dass sie nicht mehr vermietet werden konnten. Eine umfassende Sanierung war durch die Stiftung nicht möglich. Um den Fortbestand der Stiftung zu sichern, wurde die Sanderkolonie Ende der 1970er Jahre verkauft. Der Stiftungszweck wurde angepasst und erweitert um eine Senioreneinrichtung und Seniorenwohnungen. Rund um die ehemalige Kinderklinik in Oberhausen wurde der Umbau und der Neubau des Sander-Stifts realisiert. Die Senioreneinrichtung der Sanderschen Stiftung wird von der Altenhilfe Augsburg der Stadt Augsburg betrieben. Die beiden tatkräftigen Stifterinnen würden sich sicher sehr freuen, dass die Altenhilfe Augsburg in der Gegenwart ebenfalls von einer tatkräftigen Frau geleitet wird, der nicht bange ist, die Herausforderungen an zeitgemäße Altenhilfe aktiv zu begegnen. Die beiden Stiftungsgründerinnen Frieda und Emilia, sie wollten da wohl ihrem Vater ein Denkmal setzen, sind zwei starke, zupackende, fortschrittlich denkende und mutige Frauen gewesen. Sie zeigen auf eindrucksvollste Weise, dass die Unterstützung der sozial Schwächeren in unserer Gesellschaft eine große Bedeutung hat. Für die Sandersche Stiftung und damit auch für uns als Altenhilfe Augsburg ist es die Aufgabe, den Stiftungszweck zu erfüllen. Unverzichtbar hierbei ist immer wieder die Offenheit und die Bereitschaft, verändernde Anforderungen und Entwicklungen wahrzunehmen und bestmöglich zu gestalten. Sinnvolles Haushalten und zukunftsorientiertes Denken sind uns dabei unverzichtbar, um auch in Zukunft diese Stiftung mit ihrem Stiftungszweck aktiv und lebendig zu bewahren. Jawohl, super. So, genau. Möchten Sie auch? Juhu! Es war nach einem häuslichen Unfall, habe ich mich hier in der Kurzzeitpflege beworben und nach 6 Wochen Kurzzeitpflege bin ich dann in die Wohnanlage gezogen. Und da wohne ich jetzt seit fast 7 Jahren und fühle mich sehr, sehr wohl. Also, in der Wohnanlage hat man noch mehr Freiheit wie im Altenheim. Man kann aufstehen, wenn man will. Und ich mache mir noch mein Frühstück selber und mein Abendbrot und zum Essen gehe ich. Wobei ich sagen muss, die Küche ist sehr, sehr gut. Manche Leute kritisieren, aber sie haben ja zwischen 3 Menüs die Auswahl.
Und wenn ich etwas nicht mag, dann komme ich halt gar nicht. Hier im vielfältigen und bunten Oberhausen leben besonders viele Augsburger Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund. Wir als Altenhilfe müssen uns auf die speziellen Bedürfnisse dieser Bevölkerungsgruppe einstellen. Auch gilt es, diese Menschen mit den Angeboten und Leistungen der Altenhilfe vertraut zu machen. Das interkulturelle Netz Altenhilfe organisiert seit Jahren regelmäßig Frühstückstreffen für überwiegend türkischstämmige Seniorinnen und Senioren hier bei uns im Sanderstift. Bei dem Frühstückstreffen treffen Sie die Senioren hier aus dem Stadtteil Oberhausen. Natürlich auch die Herren oder die Damen im Haus kommen auch zu uns zum Frühstück. Es ist auch ein multikulturelles Frühstückstreffen. Deutsche, Araber, Türken, die sind alle einfach zusammen, die sich einfach auch interkulturell austauschen können. Es ist eine Austausch, die einfach über Grenzen geht. Wir sind nun am Ende unseres virtuellen Spaziergangs angelangt. Die Gründung der Sanderschen Stiftung und ihre Fortentwicklung bis in die Gegenwart zeigen, wie nachhaltig Stiftungen wirken. Ohne den immer wieder aufs Neue gefassten Mut, die Weitsicht, die Kreativität, die Hingabe und nicht zuletzt die finanzielle Großzügigkeit von Menschen, ist diese auf Dauer angelegte Form des bürgerschaftlichen Engagements für einen bestimmten Zweck nicht denkbar.